Was uns umtreibt in der Sternentstehung, ist der Ursprung des Lebens. Gibt es vielleicht auch andere Planeten, wo Leben entsteht? Es ist wichtig, dass wir die Methoden, die wir nutzen, um diese Sternentstehungsregionen zu analysieren, dass wir uns auf diese verlassen können. Wir setzen theoretische Simulationen von Sternentstehungen ein. Das sind Simulationen, wo wir die Parameter genau kennen. Und diese Simulationen benutzen wir dann, um gängige Messmethoden zu überprüfen. Zusätzlich zu unseren theoretischen Simulationen haben wir Tools entwickelt, welche direkt für die Beobachter gut sind, die einem beschleunigt Analysemethoden und Verfahren an die Hand geben. Diese Tools sind auch für andere Bereiche jenseits der Astrophysik von Interesse. Das Problem, das beobachtende Astronomen haben, ist, dass ein Bild gemacht wird von der Milchstraße. Und irgendwo auf diesem Bereich ist eben die Sternentstehung drin, im Vordergrund, aber im Hintergrund hat man eben aber auch andere Bereiche, die man eigentlich gar nicht analysieren will. We take these images and then we apply different filters to this image to be able to either identify or rule out regions that we're not interested in, so that we can then just get a hold of the data that we want to. The contour analysis tool can help us to analyze the data much faster. So we're taking tools that are readily available and we're putting it all into one package. And it's an interactive tool so that astrophysicists can quickly visualize what their changes are actually doing. Generell ist natürlich diese Fragestellung, dass man diesen Vordergrund und diesen Hintergrund eliminiert, natürlich nicht nur für die Astrophysik interessant, sondern für generell Bereiche, die sich eben auf bildgebende Verfahren verlassen, wie zum Beispiel die Medizin. Und da wäre es vielleicht dann eben schon denkbar, dass man auch eben so Konturen eben nutzen könnte, um gewisse Bereiche genauer zu analysieren.